So, liebe Freunde von unserem YouTube-Kanal, wir kriegen massig Fragen und irgendwie ist es mir so anstrengend, da immer alles zu schreiben. Deswegen dachte ich mir, ich antworte jetzt einfach so mal. Ja. Und zwar die erste Frage war bei unserem Passat-Video, wenn wir die Stoßstange wegbauen, wozu sind diese Löcher an der Seite? Es sieht aus, als würde ein PDC-Sensor fehlen. Nein, es fehlen keine PDC-Sensoren, sie sind drin, die sind beim Passat aber ein bisschen tiefer. Damit ermöglicht man quasi, dass diese Rundung von dieser Stoßstange nicht so mitgenommen wird, damit hat man einen besseren Weitwinkel. Jetzt haben wir hier noch eine Frage, und zwar bei dem Glühkerzen-Video, vom BMW war das, glaube ich. Und zwar hieß die Frage, ich habe eine Frage, was kann passieren? 1 bis 2 Glühkerzen kaputt, Opel Zafira A. Es ist ganz einfach. Die Problematik besteht darin, Glühkerzen sind zum ersten Mal für die Kaltstartphase wichtig. Das heißt, wenn das Fahrzeug total kalt draußen ist, dann erwärmt es den Zylinder und damit ist die Verbrennung von dem Dieselkraftstoff eben ruhiger und besser. Außerdem haben Glühkerzen noch viel mehr Funktionen, und zwar die glühen nicht nur vor, sondern die glühen auch nach, die glühen währenddessen. Das hat damit zu tun mit Abgasreinigung, dass nicht so viel Ruß entsteht und alles. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn man immer mit kaputten Glühkerzen rumfährt, kann es erstens zu einem viel zu nagelnden Motor führen. Und nagelnder Motor hat natürlich Probleme, was Schläge auf Kuppelwellenlager bedeutet, Schläge auf Kolben und eben die Problematik, dass irgendwann der Partikelfilter natürlich voll geht und, oder das AGR. Und natürlich dadurch teure Schäden entstehen können. Das heißt, lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen und die Glühkerzen tauschen. Eine Frage zu den Anzugsdrehmomenten bei unserem, was war das, Zafira-Video, glaube ich, oder Bremsscheibenwechsel, keine Ahnung. Da wollte jemand das Anzugsdrehmoment wissen. Mir haben gesagt, wir schreiben das gleich. Jetzt nach 7 Monaten. Immer noch nicht geschrieben. Aber hey Leute, guckt doch selber nach. So, weiter geht's. Bei unserem ersten Video gab es eine Frage, was für Handschuhe wir anhaben, aus Gummi. So, eine Frage ist mir noch aufgefallen, und zwar ging es da um die Kaufberatung 996 Porsche. Da hieß die Frage, hallo, danke, super erklärt, was heißt das? Wasser mischt sich mit Öl. Das ist ganz einfach, wenn sich Öl mit Wasser vermisst. Es ist ganz einfach, wenn sich Öl mit Wasser vermischt, dann darf das so natürlich nicht sein. Ja. Die Problematik ist ganz einfach, meistens liegt es an der Zylinderkopfdichtung, dass quasi die Zylinderkopfdichtung durchbrennt an einer Stelle und damit tritt quasi dieses Kühlwasser oder dieses Öl in das Kühlwasser über oder andersrum und das führt zu erheblichen Schäden und ist auch teuer und deswegen sollte man da auf jeden Fall drauf achten. Ja. Genauso ob es eine Ölverdünnung gibt oder sowas. Ja. Also auf jeden Fall drauf gucken, ob das bei eurem 996 ist oder bei dem Fahrzeug, wo ihr kaufen wollt. Eine Frage beim Injektorentausch BMW. Und zwar hieß die Frage, hallo, ich habe nur den Injektorkabelbaum getauscht an meinem E83 und jetzt springt er nicht an. Muss man da auch ein Anlernen durchführen? Also grundlegend sollte das Auto trotzdem anspringen, weil anlernen muss man immer nur dann, wenn man einen neuen Injektor tauscht und zwar nicht den Kabelbaum. Das heißt, irgendwas wird da falsch gemacht worden sein, was auch immer. Vielleicht die Kabel zu den Injektoren vertauscht, keine Ahnung. Müsst ihr gucken oder vorbeikommen. Eine weitere Frage war, vielen Dank für das nützliche Video. Bitte. So, das war unser erstes Antwortvideo, sage ich einfach mal. Und falls ihr auch weitere Fragen habt, generell zu Autos, also ich beantworte auch gerne andere Fragen zu keinen Videos, dann schreibt es einfach unter das Video und wir gucken mal einfach, wie das ankommt und vielleicht habt ihr da Bock drauf. Ich fände es cool. Also, schönes Wochenende.